Smarana, ihr lieben Menschen, seid ganz herzlich gegrüßt. Die Energie von Stonehenge fließt zu euch. Sie lädt jeden Einzelnen ein wenig in Stonehenge heute Abend zu verweilen. Die Energien schwingen bereits sehr hoch und ich kann dir sagen, du wirst erwartet. Und wenn du mir nun mit einem inneren Ja die Erlaubnis gibst und bereit bist, mit mir zusammen in den Steinkreis nach Stonehenge zu reisen, dann gib jetzt dieses Ja. Du kannst es laut oder leise sagen. Meine Seele hört alles. Und in dem Moment, wo du Ja sagst, geschieht ein Sog. Es ist wie ein Sog, du kannst nichts unternehmen, du wirst in den inneren Steinkreis hineingezogen. Und wenn du nun dein drittes Auge öffnest, nimmst du viele Menschen wahr. Vielleicht erkennst du den einen oder den anderen. Und wenn du bereit bist, dann haltet euch an den Händen, um zu fühlen die Gemeinschaft und die Kraft zu fühlen. Ich, Nirjana, ich stehe in der Mitte und ich schaue einen jeden von euch in die Augen, denn ich habe euch gerufen zu diesem hochenergetischen Ritual, welches wir jetzt zusammen begehen werden. Wir werden zusammen unsere Ahnen heilen. Vor dir auf dem Tisch liegen der Reihe nach maximal 10 Ahnenreihen in diesem Moment. In einem anderen Moment kannst du dies variieren. Jeder Zettel trägt eine Zahl und jede Zahl steht für eine Ahnenreihe, männlich und weiblich zusammen. Es reicht, wenn du dir dessen gewahr bist. Denn nun beginnt das Ritual. Ich lade dich ein, die Schritte, welche ich dir vortanze, nachzutanzen. Bewege dich im Rhythmus der Energie und gehe oder laufe oder tanze, hüpfe oder springe, so wie es sich gut für dich anfühlt. Es ist ein magischer Moment und Merlin kommt zu uns. Merlin mit seinem großen Gewand, mit seinem großen Stock steht neben mir. Auch die Meister der Magie betreten den Steinkreis und die Wächter der Magie. Denn dieses Ritual ist ein Ritual für das Gute. Es trägt die weise Energie der Liebe und der Kraft. Und jetzt wird in dir, in deinem dritten Chakra, deine Schöpferkraft verstärkt
Merlins Magie fließt in dich ein. Erlaube dir, dies zuzulassen. Es wird so geschehen, wie es für dich gut und richtig ist. Und lasse zu, dass du dich ausdehnst. Lasse es ruhig zu. Und jetzt bist du bereit. Und so sende nun deine Liebe, deine größte Liebe zu der Nummer 1 deiner ersten Ahnenreihe und lade all die Ahnen ein, welche noch nie dabei waren. Lass nun deine größte Liebe in die Nummer 1 hineinfließen. Aus deinem Herzen lasse sie fließen und lade immer wieder alle Ahnen ein, die noch nie berücksichtigt wurden, völlig egal, ob du sie kennst oder nicht. Und nun gehe zu Nummer 2 und tue genau das Gleiche. Sende deine allergrößte Liebe in die zweite Ahnenreihe. Und lade ebenfalls alle ein, die noch niemals hierbei waren. Dann geh zu Nummer 3 und wiederhole alles, was du bereits getan hast, sende deine allergrößte Liebe zu Nummer 2, zu Nummer 3, zu Nummer 4. Lass die größte Liebe zu Nummer 4 fließen und lade alle Ahnen ein, welche noch nie dabei waren. Aus deinem Herzen fließt dieser große, kräftige Strahl der Liebe. Jetzt zu Nummer 5. Sende deine ganz große Liebe, deine größte Liebe. Jetzt zu Nummer 5 und lade alle Seelen ein, alle Ahnen ein, welche da dazugehören und noch nie dabei waren. Spüre, wie die Liebe aus dir fließt und spüre, wie die Liebe nun zu Nummer 6 hineinfließt. Lass deine ganze Liebe in die Nummer 6 hineinfließen und lade all die Ahnen ein, welche noch nie berücksichtigt wurden. Sie kommen in Scharen. Und nun gehe zu Nummer 7 und Nummer 8. Lass deine ganze Liebe bis zu Nummer 8 hineinfließen. Rufe all die Ahnen, welche noch nie berücksichtigt wurden, und lass deine Liebe fließen, in einem großen Strahl ausgehend von deinem Herzen. Und nun rufe deine allergrößte Liebe und gehe in die 9. und 10. Reihe hinein. Lass die allergrößte Liebe fließen und rufe ebenfalls alle Ahnen, welche noch nicht berücksichtigt wurden. Spüre, wie die Energie ganz klar ist, wie sie klar und rein ist. Und nun lass deinen Herzenstrahl beginnend von der 1 bis zur 10 darüber hinweg fließen und spüre,
wie jede Zahl zu leuchten beginnt, wie sie voller Liebe aufleuchtet. Denn jetzt geschieht die große Heilung. Du wirst spüren, wie die Wellen der Liebe zu dir zurückfließen. Und du wirst spüren, wie du am Wachsen bist. Denn all die Kraft, all die Liebe fließt nun zu dir aus diesen 10 Ahnenreihen. All die wundervollen Geschenke, Gaben, Fähigkeiten werden dir jetzt überbracht. Das ist die Dankbarkeit deiner Ahnen. Sie nehmen dich auf, sie nehmen dich an, so wie du bist. Und sie schenken dir das Beste, was sie haben. Denn sie sind hoch erfreut über das, was gerade geschehen ist. Und sie achten dich und lieben dich dafür, dass du dies heute getan hast. Und so nimm diese Geschenke entgegen, denn sie kommen von reinen Herzen, in tiefer Achtsamkeit und Liebe für dich. Und so bewegen wir uns noch einmal, tanzend im Kreis herum, voller Freude, voller Leichtigkeit, denn das, was gerade geschah, das ist unvergleichbar. Eine Versöhnung über 10 Ahnenreihen. Eine Heilung, so intensiv sie nur sein kann, in Stonehenge, in diesem wundervollen Steinkreis, der dich jetzt in deiner Energie anhebt. Denn diese Heilung geschieht auch dir. Sie geschieht nicht nur in der Ahnenreihe, sondern auch für dich persönlich. Und sie geschieht gleichzeitig für Mutter Erde, für alle Menschen. Du hast so gut gewirkt, mit deiner ganzen Liebe und deiner ganzen Kraft. Und so danken es dir alle Seelen, welche heute berührt wurden von dieser Liebe. Nimm einen tiefen Atemzug von Stonehenge, von dieser magischen Kraft. Und vielleicht siehst du ja einen oder den anderen Stein, der dich anzieht. Dann darfst du nun dorthin gehen und deine Hände auf diesen Stein legen. Leg sie einfach drauf, stell es dir vor und erkenne, was jetzt geschieht. Denn jeder Stein hat ein Geheimnis. Jeder Stein hat eine besondere Fähigkeit. Und du wirst genau bei dem richtigen Stein sein. Und er wird dir zeigen, welche Fähigkeit er hat. So erlaube dir, dies zuzulassen und zu erkennen. Und dann bedanke dich bei diesem Stein für all das, was er dir gezeigt hat. Und vielleicht magst du ja noch einmal wiederkommen, um noch weiter und tiefer in die Energie dieses Steines einzutauchen. Bedanke dich auf jeden Fall bei diesem Stein
Die Energien sind sehr hoch, sehr mächtig und sie berühren dich genau da, wo es gut für dich ist. Du darfst vertrauen. Dann komme langsam wieder in das Hier und Jetzt zurück. Bedanke dich bei Merlin. Bedanke dich bei den Meistern der Magie und bei den Wächtern der Magie, die dieses Energiefeld für uns gehalten haben. Und komme langsam mit deiner eigenen Geschwindigkeit wieder in dein Hier und Jetzt zurück.